Willkommen, liebe Fliegerkameraden, hier zum Testbericht der Sensortechnik aus dem Hause Stefan Merz. SM Modellbau hat verschiedene Sensoren im Angebot, welche hier im Zusammenhang mit dem Linkvario aus dem Hause Veatronic getestet werden. Wir haben einmal das Piotorrohr. Das Piotorrohr hat einmal die Aufgabe, den Staudruck zu messen und den statischen Druck, der außen ist. Und durch diese Bildung dieser Werte über diesen kleinen Sensor haben wir die Möglichkeit, Geschwindigkeiten, wirklich echte geflogene Geschwindigkeiten von 0 bis 250 Stundenkilometer oder wenn wir diese kleine Lötbrücke, die hier vorne sind, überbrücken, natürlich zum Modell entsprechend, von 0 bis 450 Stundenkilometer messen zu können. Diese Spitze, also dieses Piotorrohr, wird entweder vorne angebracht, also im strömungsgünstigen Bereich, oder hinten am Seitenruder, also hier an dieser Stelle. Wir haben ja hier unsere Düse für unser Vario und dann können wir das auch schön darüber im nicht verwirbelten Bereich auch an dieser Stelle anbringen. Wichtig ist halt nur darauf zu achten, dass es nicht ein Propellerstrom ist oder nur temporär ein Propellerstrom und dann haben wir auf jeden Fall eine schöne Ansage. Unten auf unserem Empfänger bzw. Sender, der unten am Boden ist, hören wir das in dem Ohr, wie schnell wir gerade fliegen. Und zwar keine GPS-Daten, sondern richtige Staudruckdaten. Die ganze Kombination mit dem Linkvario, hier habe ich das mal eingebaut. Hier drunter ist das Linkvario und dann wird es einfach mit dem vieradrigen Kabel mit dem GPS verbunden. Können wir natürlich auf diese gleiche Art und Weise diese Sensoren einbauen, wie den Geschwindigkeitsmesser und auch hier den Stromverbrauch auch messen. Das ist einer, der bis 150 Ampere misst. Es gibt hier auch kleiner, 80 Ampere, 150 Ampere oder 20 Ampere und mal weitere Abstufungen noch. Wir stecken die einfach nur dazwischen, hier den Pluspol und hier den Minuspol, einfach durchgeschleift, das in den Linkvario eingesteckt und schon sind wir glücklich mit den Daten, die wir darüber auch angesagt kriegen. Es gibt verschiedene Warnschwellen oder auch Kenndaten, die wir einstellen können in der GigaControl, gerade diesbezüglich. Ja. Der nächste Schritt, was wir noch haben, ist der Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser ist eine ganz wunderbare und einfache Sache. Wir nehmen den nicht optisch ab, wir nehmen ihn ganz einfach so ab. Wir kriegen eine kleine Löthülse mitgeliefert, eine Buchse. Und hier den Stecker dazu und löten das einfach auf eine der drei Phasen drauf, die wir zu dem Brushless-Motor haben und stecken dies einfach mit dem Unistecker in das Linkvario hinein oder das Linkvario Duo und so haben wir dann auch die Möglichkeit, unsere Drehzahl abhören zu lassen und auch aufzeichnen zu lassen. Soweit haben wir jetzt mal die Daten, die Sensoren vorbereitet. Sie werden in den Nimbus 4DM eingebaut mit dem Klapptriebwerk von Dr. Martin Thoma und dann werden wir das auch dann live auch auf dem Platz sehen. Bis dahin, eure Redaktion von Modellpilot.eu verabschiedet sich hier zu dem Testbericht der Stefan Merz Sensoren in Verbindung mit dem Linkvario und dem Linkvario Duo aus dem Hause Veatronic. Bis dahin. Liebe Freunde vom Modellpilot.eu, das ist der Abschlussbericht, Testbericht. Es ist mehr ein Erfahrungsbericht hier über die Sensoren aus dem Hause von SM Modellbau. Ja, was ich hier in der Hand habe, ist ein Sensor, der genutzt worden ist mit der Veatronic zusammen. Ja, mit der Veatronic 2,4 GHz Anlage im Anschluss an das Dual, an das Linkvario Duo. Und hier ist diese Geschwindigkeitsanzeige, die über ein Piotorrohr abgenommen wird. Dieses ist hier hinten befestigt, das seht ihr hier. Ja, da wird der statische Druck und der Staudruck abgenommen. Und die GPS-Übertragung, die kommt ja gleichzeitig runter. Und ich habe das mal
einfach mal so für mich mal abgeglichen. Es ist wunderbar. Bin ich mit Rückenwind geflogen, hat GPS höher angezeigt und der Flug war eigentlich konstant. Auch im Kreis wieder zurück gegen den Wind. Da waren die GPS-Daten, die waren unten, aber konstant meine 80 Stundenkilometer, 90 Stundenkilometer drauf gehabt. Wunderbar. Die reagieren sehr sensibel. Bei Viatronic haben wir noch die Möglichkeit, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit, eine Höchstgeschwindigkeit sowie auch eine Mindestfahrtunterschreitung uns auch als Warnschwelle anzeigen lassen können. Das ist individuell über die Giga-Control leicht einstellbar. Wir können uns konstant die Sachen Fragen absagen lassen, wahlweise hier für den Geschwindigkeitssensor sowie auch für das GPS. Also es ist einfach ein gelungenes Tool, was ich gerne einsetze, um zum Beispiel hier beim RC-OLC, das ist hier, obwohl die GPS-Daten ja nur gemessen werden für die Geschwindigkeit, gucke ich mal, wenn man so wenig Wind hat und ich starte mit Rückenwind, dass ich ein bisschen langsamer fliege als die maximale Abfluggeschwindigkeit, die ist hier bei 107 oder 114 Stundenkilometer. Ich will immer um die 107 sein, dann ist mir klar, dass ich da oben nicht die Geschwindigkeit über Grund habe, die mir dann den Flug quasi canceln würde. Es ist noch etwas dazu zu sagen, die Jets, die fliegen ja manchmal schneller und hier gibt es eine Brücke für 450 Stundenkilometer, die müsst ihr einfach nur zulöten. Und dann, hier das sind so zwei Punkte, zulöten, dann ist es einmal bis 250 Stundenkilometer mit ohne Brücke und mit der Brücke bis 450 Stundenkilometer. Also ihr könnt damit auch höhere Geschwindigkeiten auch abnehmen und habt das auch immer sicher dann bei der Rückmeldung auf dem Ohr oder sonst auf dem Rückgabeinstrument. Ja, das ist einfach sich dazu zu sagen, zu dem Speedmesser. Was ich hier noch hier drin habe, ist, ich muss mal raus, ihr seht das hier, das ist der 150 Ampere Messer. Der wird zwischen dem Antriebsakku und dem Regler gesteckt, Plus und Minus. Und dann wird einfach überwacht, was habe ich meinen Verbrauch, meine Maximalspitzen und so weiter und so fort. Und das kann man auch wiederum hier in der Giga-Control belegen, okay, ich möchte jetzt gerne so und so viel Prozent noch in den Akkus behalten, da soll ein Warnton ausgegeben werden, das wird doch auch zuverlässig ausgegeben und so ist diese Sache, die jetzt bei Viatronic getestet worden ist, im Hinblick auf die SM-Sensoren eine wunderbare runde Sache und eine gute Erweiterung und das Leben wird einfacher in der Luft, auch für die Kontrolle zum Fliegen. Man will ja nicht zu viel wissen, aber man will es wirklich wissen, wann ist denn jetzt Schluss mit dem Akku oder wann fliege ich wirklich zu schnell? Ja? Ist die Last jetzt gerade zu groß auf der Maschine? Denn stellt euch mal vor, man ist am Hang, man hat 15 Stundenkilometer, 20 Stundenkilometer Wind auf der Nase, also auf dem Hang und kommt von oben runtergeschossen. Und wenn ihr senkrecht runtergeht, habt ihr nicht unbedingt die 3D-Geschwindigkeit so schnell auf GPS berechnet oder auch verlässlich berechnet. Ihr kriegt nämlich dann unter Umständen einen Schreck, wie ihr wirklich schnell seid. Das habe ich auch mal gemacht. Ich habe es angestaucht von oben runter und habe immer hier andere Werte gehabt auf dem GPS als auf dem, also auf dem Staudruck. Dann ablesbar umgekehrt. Als ich runtergegangen bin, ich hatte das hier vom die Ansage gehabt auf dem Staurohr und hatte dann bei der GPS-Geschwindigkeit einen ganz anderen Wert später im Log. Das habe ich dann gesehen. Und das passt nicht. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn ihr hier nicht mit GPS-Daten fliegt, wenn ihr feinsensibel fliegen wollt, fliegt hier mit diesen Sensoren, die euch die Geschwindigkeit über den Staudruck ansagen. Soweit. Und das andere ist mit dem Strom auch ganz toll. Dann habt ihr immer den Verbrauch. Ihr schont die Akkus. Ja, wenn ihr den Akkupack habt, dass ihr 10.000 Milliampere hat, das kostet schon Geld. Nicht? Und wenn man das paar Mal zu tief entlädt, ja, dann hat man das Problem, dass die unter Umständen nicht mehr stabil innerhalb der einzelnen gereihten Zellen die Spannung annehmen und ihr könnt es nicht mehr laden. Es ist auf jeden Fall für die Akkupflege fantastisch und für euch als Sicherheit, wie viel habe ich verbraucht, wie hoch bin ich gekommen, was ist der Verbrauch quasi für den Steigwert und so weiter. Das wird euch ja alles angesagt, nachdem ihr den Motor ja quasi ausgemacht habt. Und es ist ein tolles Tool, was uns das Leben einfach leichter und sicher macht. Bis dahin, das war der Testbericht zu den beiden Sensoren aus dem Hause SM. Da haben wir aber noch einen, und zwar ist das jetzt hier das Finish für den
GPS-Logger aus dem Hause Stefan Merz. Der ist fantastisch und super gut zu nutzen hier für das RC-OLC und hat über die Möglichkeit, M-Link und HOT-Systeme anzusteuern. Da ist ein Barometer drin, man hat die Höhenansagen, man kann es glaube ich auch als Vario nutzen, das habe ich aber nicht bisher so gemacht. Ich habe den bisher nur so genutzt, dass er mir die Daten lockt, die ich dann abends als IGC-File einen Upload gemacht habe, um zu sehen, wie die Wertungen da sind beim RC-OLC. Es ist ein kleines Tool, sehr einfach anzuschließen. Ihr seht, ich habe den Impuls, den habe ich einfach rausgenommen. Ich brauche jetzt hier keinen Impuls, um eine Rückgabe zu haben, runter auf den Empfänger. Das kann man mit M-Link, HOT und so weiter machen. Aber hier das kleine Element, nur mit Plus-Minus angeschlossen an den Empfängerstrom. Hier hinten habt ihr eine kleine Steckkarte. Ja. Die ist ein bisschen vorkonfiguriert für das IGC-File, sodass wir dann auch sagen, okay, das ist der Nimbus, mit dem er da fliegt. Pilot ist da auch schon vorgetragen. Und so hat man dann valide Daten, auf die es hier ankommt, dass die RC-OLC-Fliegerei auch gewertet werden kann. Ja, Top-Tool. Macht Spaß, das RC-OLC. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, macht mit. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt das auch gerne im internen Forum noch stellen oder im Wissensforum, wie wir es hier bei Modellpilot.eu haben. Und dann haben wir jetzt diese Testberichtserie abgeschlossen. Es ist ja mehr ein Erfahrungsbericht, den wir da liefern, weil Testberichte sind ja immer so ad hoc, so wie wir sie auch gerne machen, aus der Box raus und dann fliegen. Aber jetzt haben wir hier Erfahrungswerte von über einer ganzen Saison, teilweise von anderthalb Saisons dabei, die hier mitwirken, euch quasi ein gutes Produkt auch wirklich definitiv ans Herz zu legen. Bis dahin, euer Stefan von der Redaktion Modellpilot.eu und gerne im internen Forum auch für euch da. Bis dann, ciao.